Ich liebe Plugins und irgendwie kann man davon ja auch nicht genug bekommen. Ne? Außerdem hauen die Hersteller von den Plugins ja auch gefühlt jede Woche ein neues Wundermittel raus, mit dem jetzt aber auch wirklich und ehrlich versprochen all unsere Probleme der Vergangenheit angehören. Auf der anderen Seite verrät mir ein Blick in meinen Plugin-Ordner, dass ich schon viel zu viele Plugins besitze, vor allem welche, die ich entweder kaum einsetze oder bei denen ich sogar vergessen habe, dass ich sie tatsächlich besitze. Grund genug also mal zu schauen, welche drei Plugins ich von den verschiedenen Herstellern denn eigentlich noch einsetze. Und deswegen starten wir heute auch mal mit meinen drei Lieblings-Plugins von der Plugin Alliance, und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Drei Lieblinge, so heißt meine Videoreihe, in der ich dir hier drei Lieblings-Plugins von einem bestimmten Hersteller vorstelle. Und heute geht's um die Plugin Alliance. Wir schauen also gleich mal in meinen kleinen Plugin-Ordner, also in meinen großen Plugin-Ordner rein und schauen mal, welche drei Lieblings-Plugins ich denn eigentlich von der Plugin Alliance einsetze. Aber Achtung, dies ist keine Werbung, sondern es geht ausschließlich um einen Überblick über meine Plugins und zu schauen, welche drei ich von dem Hersteller denn jeweils einsetze. Denn wahrscheinlich geht's mir genau wie dir. Ich kaufe immer mal regelmäßig so das ein oder andere Plugin, von dem ich in dem Moment denke, dass ich das dringend brauche, aber im Alltag einsetzen tue ich es dann doch eher weniger. Wir schauen also jetzt gleich einfach mal, welche drei Lieblings-Plugins ich von der Plugin Alliance habe, ob ich überhaupt auf drei komme, wann und wo ich sie einsetze. Das Ganze verrate ich dir gleich in der Session. Und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, weiß schon, ne? Bing! Bing. Wir gehen jetzt mal rüber in die Session, also los geht's. So, da sind wir schon in der Session und als erstes verschaffen wir uns mal einen kleinen Überblick über meinen Plugin-Ordner, in dem die ganzen Plugins von der Plugin Alliance da installiert sind. Mann, ganz schön oft Plugin, ne? Aber wir gucken mal durch und ich husch mal kurz durch, damit ich dir nicht zu jedem Plugin, was ich habe, was sagen muss. Aber so die, die ich einigermaßen häufig einsetze, die benenne ich dann einfach mal oder die, zu denen mir was einfällt. Falls dir das zu lang oder zu langweilig sein sollte, kannst du direkt weiterspringen, ein Kapitel. Ich habe die Sprungmarken auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt und dementsprechend findest du dann auch im Verlauf vom Video, findest du dann die Sprungmarken entsprechend, kannst du direkt weiterspringen auf die drei Lieblings-Plugins, die ich habe. Aber jetzt gehen wir mal die Liste kurz durch. Und das erste, was ich sehe, ist hier das Metric AB. Das Plugin ist ein Referenztool, mit dem man seinen Mix mit einem Referenzmix abgleichen kann. Also eigentlich ein ganz praktisches Tool. Ich setze es relativ selten ein, weil ich normalerweise meine Referenz auf eine separate Spur drauflade und damit arbeite. Aber unser Freund und Mastering-Engineer Björn Schlüter nutzt es regelmäßig beim Mastering und er hat dazu schon mal dieses Video da oben gemacht. Kannst du ja mal reinklicken später, um dir das nochmal anzuschauen. Dann haben wir das Blackbox Analog Design HG2, einer meiner Lieblinge. Da komme ich gleich dann nochmal zu. Das ist nämlich einer von den dreien. Das darf ich jetzt schon verraten. Ein Saturation-Tool, mit dem man Verzerrungen und Obertöne von Röhren nachempfinden kann, von Pentoden und Trioden. Schauen wir uns gleich mal genauer an. Das ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten hier. Dann BX Boom, ein Tool, mit dem man seine Bassdrum relativ zügig tunen kann. Nur zwei Knöpfe, mit denen man einmal den Boom, also unten den Bassbereich, anheben kann oder absenken kann und einmal den Click, also den Anschlagbereich, bearbeiten kann. Wunderbares Teil. Kommt bei mir auch regelmäßiger zum Einsatz. Clean Sweep, keine Ahnung, ich glaube, das ist ein Equalizer, der irgendwas equalized, noch nie eingesetzt. Die BX-Konsole Focusrite habe ich mir neulich neu gekauft, bin leider noch nicht dazu gekommen, damit zu mischen, aber habe mir mal vorgenommen, damit demnächst mal einen Mix zu machen und zwar ausschließlich mit diesem Focusrite-Kanalzug. Bin mal gespannt, wie das klappt und wie das vor allem hinterher klingt. BX-Control, ein Control-Plugin, das ich selten einsetze, aber damit kann man die Stereobreite vom Mix ein kleines bisschen einfach verstellen. Da gibt es einen Knopf, der heißt Breite, also Width, und mit dem kann man ganz leicht seine Stereobreite vereinfachen, aber den Rest setze ich normalerweise nicht ein. Dann die großen Equalizer, Digital V2 und V3, die du hier siehst, wirklich große Equalizer-Schlachtschiffe, die ich aber nahezu kaum noch einsetze, weil ich normalerweise entweder mit dem TDR Nova oder mit dem FabFilter Pro Q3 arbeite. Vor allem, weil die auch dynamische Funktionen haben. Das haben diese hier nicht hier. Dann, also zumindest soweit ich mich erinnere, korrigiere mich, wenn ich da falsch sein sollte. Aber ich setze sie einfach fast nie ein. BX Meter, ein Metering-Tool. Dann Room MS, ein Reverb, ein Hall, den ich nie einsetze. Saturator V2, ein Saturation-Tool. Setze ich auch eigentlich nicht ein, weil ich andere Plugins dafür nutze, zum Beispiel den Saturn oder von FabFilter oder eben den oben gerade genannten HG2. Spreadshred, schwieriges Wort. Ein Tool, mit dem man seine fetten Metal-Gitarren ein bisschen breiter machen kann. Kommt hin und wieder zum Einsatz, aber natürlich nicht, wenn ich wie hier so einen Dance-Mix vorliegen habe. BX Solo ist, glaube ich, kostenlos. Damit kann man verschiedene Teile von seinem Stereo-Mix abhören, entweder Mitte, Seite oder links, rechts.
also eigentlich ganz praktisch, kommt immer mal wieder zum Einsatz, aber jetzt nicht regelmäßig. Stereo Maker habe ich häufiger früher eingesetzt, benutze jetzt allerdings den Wider, der von Infected Mushrooms, der ist sogar kostenlos im Gegensatz zum Stereo Maker. BX Subfilter ist eigentlich ein cooles Tool, mit dem man seinen Bass untenrum ein bisschen fetter machen kann und der vor allem nicht ganz so brachial ist wie der Submarine zum Beispiel von Waves. Der XLV2 ist ein Mastering Limiter, wenn ich mich nicht täusche, den ich auch nie einsetze, weil ich den L2 normalerweise nehme von FabFilter. Aber vielleicht sollte ich die mal nebeneinander stellen, die beiden, und mal gucken, welcher mir von den beiden am besten gefällt. Dann die Bux EQs hier, zwei Equalizer, die eine eigene Kurve haben, eine spezielle Debug-Kurve, mit der sie das Signal bearbeiten. Kommt nur selten zum Einsatz bei mir, wenn ich mal einen breiten Pinselstrich brauche, in Anführungszeichen, um das Signal nochmal zu bearbeiten. Elysia M-Presser, ein Kompressor, wo ich dachte, dass ich den brauche. Nein, brauche ich nicht oder setze ich zumindest nie ein. Niveaufilter wüsste ich noch nicht mal, was das für ein Plugin ist. Müsste, glaube ich, ein Equalizer sein. Dann ein weiterer Kanalzug hier, der Lindell 80 Kanalzug. Habe ich auch noch nie eingesetzt, aber auch gerade frisch auf der Festplatte. Auch da vielleicht mal ein Vergleich mit dem Focusrite Channel Strip, den ich oben gerade genannt habe. Mark EQ 2, eigentlich ein cooler Equalizer, sogar, ich glaube, kostenlos in der Mark EQ 2 Version. In der Mark EQ 4 Version hat er auf jeden Fall das berühmte Airband, das bis 40 kHz hochgeht. Das setze ich hin und wieder mal ein, wenn ich ein bisschen Luft haben will. Dann eins von diesen Plugins, wo ich bereue, dass ich es gekauft habe, der Vocal Enhancer von Noveltech. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was dieses Plugin macht und deswegen setze ich den auch nicht ein. Ich habe mal versucht, damit Vocals zu enhancen, zu verbessern, aber das war nicht besser, was dahinter rausgekommen ist. Da habe ich es lieber wieder händisch und von Hand gemacht. Da klang es dann auf jeden Fall besser. Dann haben wir noch die SPL-Fraktion. Den Attacker setze ich selten ein. Meistens nehme ich den Transient Designer, den ich von einem anderen Plugin-Anbieter habe. Der Attacker ist im Prinzip die eine Hälfte vom Transient Designer. Dann Deverb, damit kann man Hall ein bisschen entfernen aus einer Aufnahme, mache ich normalerweise mit Tools von Isotope oder von Akkusonus. Dann den Drum Exchanger, damit kann man seine Drum Sounds austauschen, da benutze ich in der Regel den Steven Slate Trigger oder das Trigger 2 Tool auf jeden Fall. Free Ranger ist ein grafischer Equalizer, da benutze ich normalerweise von Waves den API 560, weil der nicht nur gut klingt, sondern auch ähnlich einfach einzustellen ist und ich den einfach bevorzuge. Außerdem ist der Free Ranger kostenlos, das heißt, da sind zwei oder drei Bänder deaktiviert, dementsprechend ist er nicht voll einsatzfähig, aber für kostenlos auf jeden Fall mal einen Blick wert, sagen wir mal so. Dann Moverb, keine Ahnung, ob das Reverb hinzufügt oder wegnimmt. Pass-EQ, ein großer Equalizer, ähnlich wie die V3-Sektion, die ich oben gerade genannt habe, setze ich auch. Diese wirklich kraftvollen Tools, wo du eine Milliarde Möglichkeiten hast, was einzustellen, sind mir ein bisschen suspekt. Ich habe damals gedacht, den bräuchte ich, habe ihn mir gegönnt und dann nie eingesetzt. Das gleiche gilt dann hier für den Pass-EQ Single. Dann den Twintube, ein Saturation-Tool, das allerdings selten zum Einsatz kommt bei mir, weil ich natürlich den HG2 benutze, von dem ich dir gleich noch erzählen werde. Und dann haben wir noch das Unfiltered Audio Gate G8, gleich Gate. Habe ich, glaube ich, auch noch nie eingesetzt. Aber soll ein gutes Noise Gate sein. Vielleicht, wenn ich mal irgendwann ein Problem habe und ein gutes Noise Gate brauche, vielleicht sollte ich mich damit nochmal auseinandersetzen. Das zum Überblick über meine Plugins, die ich von der Plugin Alliance habe. Du siehst, es ist kein kleiner Überblick. Es ist wirklich eine ganze Menge, was hier zusammengekommen ist. Und was mich einfach am meisten ärgert daran ist, dass ich einen Großteil davon überhaupt gar nicht nutze oder alternative Tools mittlerweile im Alltag einsetze. Kommen wir jetzt aber zu dem Teil, der dich sicherlich am meisten interessiert. Was sind denn jetzt die drei Plugins, die ich von der Plugin Alliance am häufigsten einsetze? Und ich würde sagen, wir starten am besten mal mit dem einfachsten Plugin. Und ich habe nicht ohne Grund hier jetzt einfach mal einen Bassdrum-Kanal aufgemacht. Der klingt im Moment so. Ganz normale Bassdrum aus einem Loop rausgenommen. Und ich habe jetzt hier als erstes Plugin das BX Boom reingeladen. BX Boom ist ein Plugin, was eigentlich in der Anwendung nicht einfacher sein könnte, denn es gibt nur zwei Schalter, die man bedienen muss. Auf der rechten Seite dieser Schalter, der so ein bisschen aussieht hier wie so eine Fußmaschine, da kann man einstellen, welcher Frequenzbereich von diesem Plugin bearbeitet werden soll, nämlich der Low, dann der Mid- und der High-Modus. Wir lassen es erstmal auf Low. Und dann hast du hier noch diese Bass-Jump, die erstmal ganz unscheinbar daherkommt, wo aber Boom draufsteht. Und wenn du hier mal dran drehst, dann siehst du, nach rechts steht da 100 plötzlich und die Bass-Jump wird immer größer. Und nach links steht da minus 100 und die Bass-Jump wird kleiner. Mit anderen Worten, du kannst mit diesem Schalter dafür sorgen, dass du den Boom-Faktor von deiner Bass-Jump deutlich verstärkst. Also im Prinzip so eine Art Frequenzbearbeitung, wo du einfach nur festlegen musst, wo deine Bass-Jump drücken soll, und zwar Low, Mid oder High. Und das hören wir uns am besten jetzt mal an. Spielen wir die Bassdrum nochmal ab. Und ich lasse mal im Low-Modus und drehe jetzt einfach mal rein.
Du merkst schon, untenrum kommt richtig was dazu, muss man ganz vorsichtig sein. Und man kann auch rausdrehen, wenn es zu viel sein sollte. Drehen wir ein bisschen mehr rein. Und ich stelle jetzt mal auf den Mid-Modus und achte mal drauf, wie sich dieser Boom-Faktor verändert. Ist ein bisschen höher, ne? Und jetzt in den High-Faktor. Ja. Wieder mit. Wieder low. Und so verschiebt sich jeweils diese, das wird wahrscheinlich eine Kernfrequenz sein, die dann entsprechend angehoben wird oder abgesenkt werden kann. Das Ganze mit zwei Schaltern. BX Boom ist ein wunderbares Tool, mit dem man mal eben schnell, ohne einen großen Equalizer rauszaubern zu müssen, mal eben die Bassdrum ein bisschen polieren kann. Also wunderbares Tool, BX Boom, finde ich sensationell. Deswegen auf Platz 3 für mich, auf Platz 2 ein Plugin, mit dem ich auch ein Bassinstrument bearbeite, nämlich einen Bass selber. Und das Ganze heißt BX Subfilter. Der BX Subfilter ist im Prinzip ein Plugin, mit dem du die untere Oktave von deinem Bass oder auch von jedem anderen Instrument natürlich, aber mit dem du vor allem beim Bass nochmal eine untere Oktave hinzufügen kannst. Und im Gegensatz zum Submarine von Waves geht der hier nicht ganz so tief runter. Mit anderen Worten, er ist ein bisschen einfacher zu kontrollieren. Und wir hören uns das Ganze mal hier am Beispiel von dem Bass an, den ich hier programmiert habe in diesem Pattern. Der klingt im Moment so. Ne, so ein arpeggierter, so ein rhythmisch spielender Bass. Wie nennt man das eigentlich? So eine Sequenz. Na, nehmen wir so mal eine Sequenz auf jeden Fall. Und die soll jetzt noch ein bisschen fetter werden. Mit anderen Worten, ich möchte, dass in der tiefsten Oktave noch mal ein bisschen was angehoben wird. Und zwar nicht, indem ich das mit einem Equalizer mache, sondern indem ich das eben hier mit dem BX Subfilter mache. Und die Einstellung auch hier ist relativ einfach. Ich lasse das Ganze mal hier erstmal bei der Resonanz, denn es wird eine Resonanz natürlich hinzugefügt. Eine Resonanz zum Beispiel eine Oktave tiefer wird hinzugefügt. Und dann kann man hier einstellen, wo die ungefähr verortet sein soll beim Tight Punch. Ich stelle die mal auf, sagen wir mal so 30 Hertz irgendwie so ein. Und dann kann man hier das Low End im Prinzip auf der rechten Seite hinzuschieben. Jetzt muss man damit ein bisschen vorsichtig sein, weil am Ende des Tages ist das natürlich auch in einem Bereich, wo wirklich furchtbar viel Energie unterwegs ist, die man im Zweifel aber auch nicht über sein Boxensystem abhören kann. Also wirklich Kopfhörer aufsetzen oder eine gute Abhörer haben oder eben vorsichtig sein und das Ganze über einen Analyzer-Tool dann mal kontrollieren. Nicht, dass du zu viel unten rum reindrehst und am Ende des Tages dein komplett der Mix nur noch in Bass absäuft, den man vielleicht auf kleinen Speakern-Systemen nicht hört, aber vor allem auf großen. Aber wir drehen das jetzt mal rein, mal gucken, was das mit unserem Bass hier macht. Okay, wieder raus. Jetzt ganz dünn. Und jetzt kommt mehr und mehr dazu. So, dann drehen wir den Tight Punch nochmal woanders hin. Deaktivieren. Das ist schon deutlich dünner, ne? Also es fühlt sich schon gut an. Ne? Es kommt genau das hinzu, was man von so einem Bass eigentlich haben will, ohne dass es jetzt eben alles zumulmt, sondern eben nur das Ganze untenrum ein bisschen fetter macht. Beim Drehen ist das gar nicht so offensichtlich, aber vor allem, wenn man das AB macht, das An und Aus, dann wird es wirklich ganz offensichtlich. Also, wunderbares Tool, sehr einfach zu bedienen und macht genau das, was es soll. Aber jetzt Trommelwirbel, welches Plugin hat es denn jetzt auf Platz 1 geschafft? Und das kann für mich nur eins sein, weil das ist eine Sensation, wenn du mich fragst. Also das Plugin, was ich mir sofort wieder kaufen würde von der Plugin Alliance. Und das ist, das ist der Blackbox Analog Design HG2. Also ein Plugin, mit dem ich Verzerrungen und Obertöne hinzufügen kann. Und zwar generiert aus einer simulierten Röhre oder aus zwei simulierten Röhren. Nämlich einmal einer Pentode, was eigentlich einer Endstufenröhre in einem Gitarrenverstärker zum Beispiel gleichkommt, aber auch in Highway-Verstärkern. Und einer Triode, das ist eine Vorstufenröhre, die in Gitarrenverstärkern zum Beispiel für das High-Gain sorgt und so weiter. Und mit diesen beiden kann man jetzt hier im Prinzip alles bearbeiten, was einem irgendwie unter die Füße kommt. Man kann hier, ich habe es jetzt gerade auf der Bassdrum zum Beispiel draufgeladen, kannst du super 808s mit bearbeiten zum Beispiel. Du kannst es auf dem Bass benutzen, um Obertöne hinzuzufügen oder den Bass einfach ein bisschen griffiger zu machen. Du kannst es auf der Stimme benutzen zum Beispiel. Du kannst es auf Stimmen draufpacken, um diesen professionellen, speziellen Sound hinzukriegen, den man heutzutage aus vielen Pop-Produktionen kennt. Also diesen Sound, den du wirklich, wo du sagst, wie haben die das hingekriegt? Die haben einfach ein bisschen Saturation, Obertöne und so weiter hinzugefügt und das geht mit dem Blackbox Analog Design wunderbar mit dem HG2 und last but not least, das Ding funktioniert auch einwandfrei auf dem Masterbus. Und ich pick mir jetzt mal drei Sachen raus. Ich zeige es dir einmal auf der Bassdrum, einmal auf den Vocals und einmal auf dem Masterbus. Und wir gucken mal als erstes auf der Bassdrum. Da kann ich es nämlich mal direkt jetzt hier aktivieren. Wir spielen die Bassdrum mal solo ab.
Und ich drehe jetzt hier mal auf der linken Seite zunächst einmal die Saturation rein. Und du merkst schon, die Bassdrum kriegt richtig knurrig, wird die. Reindrehen hier, kann man richtig brutal werden. Das ganze Ding wird dann richtig durchsetzungsfähig im Mix. Auf der rechten Seite kann man die Triode noch reindrehen oder raus. So, noch ein bisschen mehr Pentode. Saturation, Bypass. Drückt sie nur unten rum. Und jetzt müsste man das Ganze mal im Mix hören, wie sich das wirklich durchsetzt. Ich glaube, dass die Bassdrum so zum Beispiel wunderbar funktionieren würde. Wie gesagt, auf 808s zum Beispiel, fantastisch, klasse. Kannst du richtig, richtig Drive reinbringen, richtig Energie reinbringen in deine 808. Kannst sie richtig auch lange ausschwingen lassen. Wunderbares Teil. Gucken wir auf Vocals. Ich habe ja gerade gesagt, dass man da wunderbar diesen professionellen Glanz hinkriegen kann, diesen professionellen, speziellen Sound, den Vocals heutzutage haben. Ich habe dieses Vocal Sample hier mal und habe hier den Blackbox auch mal reingeladen irgendwie und den aktiviert ist er auch schon. Jetzt drehen wir mal ein bisschen rein und vielleicht ist gerade bei den Vocals ein Band wirklich sehr interessant oder ein Regler ganz interessant. Das ist hier der auf der rechten Seite, der Air Amount. Man kann also eher hohe Frequenzen, also Obertöne im höheren Frequenzregister kann man reindrehen und kann dafür sorgen, dass da nochmal ein bisschen mehr, ja, ich habe immer nur dieses Wort Grip da auf die Stimme draufkommt. Aber wir hören mal, was es mit der Stimme macht. Also starten wir nochmal, jetzt nur die Stimme auf Solo. Erstmal den R-Schalter. Achte mal auf dieses Hauchige, was jetzt ein bisschen besser durchkommt. Bypass. Nochmal. Dieses Hauchige, was man in den professionellen Stimmen von großen Produktionen hört, das kann man unter anderem hier mit diesem Oberton-Tool hier hinzufügen. Und man kann, wenn man hier das Gerät hier von Flat zum Beispiel, aber also vom kompletten Frequenzspektrum auf High stellt, kann man den Bereich noch mehr betonen. Wir stellen den mal auf High hier am besten und gehen dann nochmal mit den Saturation-Tools hier nochmal rein. Mal gucken, was wir da noch rausholen können. Ein bisschen lauter. AB. Dann wird ein bisschen lauter, ich muss ein bisschen leiser machen, damit man den AB-Vergleich auch wirklich gut hören kann. Also fügt etwas hinzu, was man nicht so richtig beschreiben kann, was die Stimme aber einfach besser klingen lässt. Ne? Also wirklich großartig mit Obertönen, mit den Verzerrungen, die halt eben die Röhrentypen hier reinbringen und mit dem Airband, mit dem Air Amount, den man nochmal reindrehen kann, kriegt man dieses Hauchige nochmal betont. Also auch auf Stimme wunderbar, aber last but not least, habe ich ja gerade schon gesagt, auch auf dem Masterbus, also da, wo alles zusammenläuft, auch da kann man tolle Dinge machen. Und ich stelle hier mal ein Preset ein, nehmen wir mal Mixbus einfach mal und sehen wir mal, dass er hier ja die Saturation ein bisschen reingedreht hat, die Pentode ein bisschen reingedreht hat. Er steht hier auf Flat, also auf dem kompletten Frequenzspektrum, was bearbeitet wird. Und auf der rechten Seite ein bisschen Triode, ein bisschen Air Amount und am Output dann entsprechend gegengeregelt. Ich stelle mal auf Bypass und wir hören mal, was mit unserem Mix passiert, wenn ich den einfach nur auf dem Masterbus aktiviere. Ja, müssen wir das Solo auch ausmachen. So, nochmal. Also kannst sagen, was du willst, ne? Aber der macht was mit dem Mix, was einfach nochmal ein bisschen geiler macht. Vielleicht war es bei der Stimme jetzt schon ein kleines bisschen zu viel. Das müsste ich also jetzt im Mix auf der Stimme wieder ein kleines bisschen runterregeln, weil hier auf dem Masterbus auch wieder was dazukommt. Aber allein durch die Tatsache, dass man es reinschaltet, ein bisschen an den Knöpfen dreht, wird alles sofort ein bisschen geiler, muss man schon sagen, ne? Also der Blackbox Analog Design HG2. Mein Tool auf jeden Fall von der Plugin Alliance, auf das ich auf keinen Fall verzichten möchte. Aber auf welches Tool, auf welches Plugin möchtest du denn nicht verzichten? Schreib's doch mal unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was du auf jeden Fall unverzichtbar findest von der Plugin Alliance, was dir gut gefällt. Und wir sehen uns dann die Tage wieder zu einem weiteren Video, vielleicht auch wieder zu einem 3 Lieblinge, dann zu einem anderen Hersteller. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten auf jeden Fall nur das Beste. Mach's gut und Yassou!